Das Rathaus der Stadt Schmalkalden rückt mit der Gründung des Schmalkaldischen Bundes 1530 in den Mittelpunkt europäischer Geschichte. Drei architektonisch völlig unterschiedliche Bauten bilden heute den Rathauskomplex. Das Rathaus umschließt mit der gotischen Stadtkirche St. Georg und Fachwerkhäusern in fränkischer Rähmbauweise den Altmarkt in eindrucksvoller Weise. Wegen der langen Fahrt, aber wir wollen das Beste draus machen. Ich habe mir ein paar schattige Fleckchen auf. Eingerahmt von für Schmalkalden charakteristischen Fachwerkhäusern steht das Lutherhaus. Hier wohnte Luther vom 7. bis 26. Februar 1537 während der bedeutendsten Tagung des Schmalkaldischen Bundes. Hier schrieb er seine Predigten und veröffentlichte seine berühmten schmalkaldischen Artikel, die als Glaubensbekenntnis der evangelisch-lutherischen Kirche ihren Weg in die Welt nahmen. Die Stadtkirche St. Georg, Predigtstätte Luthers, im Zentrum Schmalkaldens, ist eine der schönsten spätgotischen Hallenkirchen Thüringens. Mit dem Bau von St. Georg wurde 1437 begonnen und schon 1500 wurde die Kirche geweiht. Auffallend sind die beiden unterschiedlichen Türme und der spitze Dachreiter mit Stadtuhr, Jungfrau und Sensenmann,
mit Inschrift Memento Mori, Gedenke des Todes, die gotische Sonnenuhr und die mit reichen Maßwerk verzierten Fenster des Chores. Im Inneren sehen wir die Lutherstube mit kleinem Kirchenmuseum, den Taufstein von 1560 und wir könnten auch die Türmerstube im Südturm besichtigen. Lieber Gott, zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Am Abend fahren wir zu unserem Hotel Tannhäuser, Rennsteigblick in Friedrichsroda, Ortsteil Finsterbergen. Aus unserem Hotelfenster in Finsterbergen haben wir einen Ausblick auf Rennsteig und Teile des Thüringer Waldes.
Von Finsterbergen geht am nächsten Tag die Fahrt nach Weimar. Unser Weg führt vorbei am Atriumhaus, am Jugendzentrum, einem alten Plattenbauhochhaus, zum Jakobskirchhof mit Jakobskirche. Es ist der älteste Weimarer Friedhof mit der ältesten Weimarer Kirche, der Jakobskirche, die um 1168 zum ersten Mal erwähnt wurde. 1213 ist die Kirche eigentlich wieder neu aufgebaut worden, im schlichten weimarischen Barock. Und dass Martin Luther hier nicht gepredigt hat, meine Damen und Herren, hängt damit zusammen, als Luther hier ist, ist die Kirche gerade vorbei. In der Sakristei heiratete Goethe Christiane Vulpius. Berühmte Gräber auf dem Kirchhof sind unter anderem das Grab Lukas Cranach dem Älteren, das schlichte, efeu-umrankte Grab der Christiane Goethe und die Begräbnisstätte des Friedrich von Schiller im Kassengewölbe. In der Kirche lauschen wir den Klängen eines übenden Orgelspielers. Siehe da, ein Wunder ist geschehen. In der Schule wird wieder gesungen.
1953 beginnt zu malen. Fertig malt es sein Sohn. Ab 1776 predigt in der Kirche Herder. Wer die meisterhaft gearbeitete, farblich hervorragend auf das Gemälde abgestimmte Bekrönung, das Gesprenge, geschaffen hat, ist unbekannt. Es ist kein Andachtsbild, sondern eine Predigt über die Erlösung des Menschen allein durch den Glauben an den gekreuzigten und auferstandenen Christus. Die alttestamentlichen Szenen im Hintergrund unterstreichen die Bedeutung des neuen Bundes, zu dem die Verkündung an die Hirten von oben rechts im Bilde hinführt. Der Neptunbrunnen ist der älteste Wasserspender der Stadt. Das Becken ist aus Sandstein. Vom Brunnen droht eine gelungene Neptunfigur mit
der Inschrift Quos ego, euch will ich's zeigen, dem Gott der Winde, der im Begriff war, die aus dem brennenden Troja fliehende Flotte des Aeneas in den Untergang zu schicken. Am Marktplatz sehen wir das Stadthaus, das Cranachhaus und das neogotische Rathaus. Martin Luther wurde am 10. November 1483 in Eisleben geboren. In seinem Geburtshaus wurde bereits gegen Ende des 17. Jahrhunderts ein öffentliches Museum für Lutherpilger errichtet. Damit ist das Haus eine der ältesten Einrichtungen dieser Art im deutschsprachigen Raum. Ein Ausspruch Luthers, der hier verewigt ist. Wie geht das zu, dass durch das Reislein am Kirschbaum, das noch zu Weihnachten dürr und tot ist wie Gärten vom Besen, ein Knötlein wächst und aus dem Knötlein ein weißes Blümlein kommt und aus dem Blümlein ein Stielchen kommt und durch das Stielchen ein Kern wächst, der inwendig wieder einen Kern und auswendig eine Kirsche bringt? Ist das nicht ein wunderbares Geschöpf Gottes? Kein Mensch, kein König, wie mächtig er auch sei, kein Doktor, wie gelehrt und klug er sei, kann ein einziges Kirschlein schaffen. Und wenn wir das nicht jährlich vor unseren Augen sehen, so würden wir es nicht glauben. Zuständige Priester an der Kirche, so nehmen wir es einfach an. Es gibt ja keine Unterlagen. Ja, das Lutherdenkmal steht seit 1883 fast an der Stelle, wo im Mittelalter das Stadtgericht unter der Linde abgehalten wurde.
Das Denkmal wurde von Professor Rudolf Siemering 1835 geschaffen. Die Bronzeplastik zeigt den Reformator mit der Bibel in der linken und der päpstlichen Bannbulle in der rechten Hand. Auf dem Unterbau aus dunkelgrünem schwedischem Granit befinden sich vier Reliefs. Sie zeigen Szenen aus dem Leben Luthers. Der Sieg des Guten über das Böse, Disputation Luthers mit Dr. Eck, Luther im Kreis der Familie und Luther als Bibelübersetzer auf der Wartburg. Luthers Sterbehaus. Die St. Andreas Kirche ist die Pfarrkirche der Eisleber Altstadt. Von dem romanischen Vorgängerbau sind die Untergeschosse des doppeltürmigen Westbaus, den heute spätgotische Türme mit Schweifhauben abschließen, erhalten. Die spätgotische Halle mit dreischiffigem Chor birgt herausragende Ausstattungsstücke. So gehört der vierflügelige Altar zu den bedeutendsten Leistungen der mitteldeutschen Spätgotik. Für die evangelischen Christen aus aller Welt ist die Andreaskirche von außerordentlicher Bedeutung. In ihr hielt Martin Luther in der Zeit vom 31. Januar bis 15. Februar 1546 seine vier letzten Predigten und führte zwei Pfarrer in ihr Amt ein. Im südlichen Nebenchor befinden sich Grabdenkmäler und Bronzebüsten von Luther und Melanchthon.
Also, war toll. Ach, wunderbar. Wie hat das hier praktisch geführt? Denn wenn ich vorstelle, in diesem Haus ein Mann alleine oder mit einem Diener zusammen, ein Faktor zusammen, das kann einfach nur. Und dann auch beide viel beschäftigt. Also keine Hausmänner im heutigen Sinne. Das geht, das verlottert natürlich vollkommen. Ne? Nach zwei, drei Jahren ist das völlig verlottert. Verlottert. Vielleicht kommt das Wort ja daher, man weiß es nicht. Nun sind wir in Wittenberg am Lutherhaus und lesen einen Ausspruch von Luther. Es liegt nichts an mir, aber Gottes Wort will ich mit fröhlichem Herzen und frischem Mut verantworten. Niemand angesehen dazu mir Gott einen fröhlichen und unerschrockenen Geist gegeben hat. Auf unserem Stadtrundgang kommen wir zum Melanchthon-Haus, das Wohn- und Sterbehaus Philipp Melanchthons, dem engsten Mitstreiter Luthers. Die kluge Politik Friedrichs des Weisen, der 1502 die Universität gründete, das Wirken Luthers und anderer Reformatoren führte dazu, dass die Stadt an der Elbe Zentrum geistigen Lebens in Europa wurde. Auf dem Weg in die Stadtkirche kommen wir an dem Judenmahnmal vorbei. Die Kirche wird erstmalig erwähnt im Jahr 1180. Ein frühgotischer Neubau wurde am Ende des 13. Jahrhunderts begonnen. Der jetzige spätgotische Bau ist zwischen 1412 und 1493 entstanden. Als Predigtkirche Martin Luthers ist die Wittenberger Stadtkirche der Ausgangsort der lutherischen Reformation. Hier wurde Martin Luther und seine Frau Katharina von Bora anlässlich ihres ersten gemeinsamen öffentlichen Kirchganges eingesegnet. Kann auch, er hat einen Weinkeller, da vorne können Sie alle heute Whisky trinken, aber das ist also ähnlich wie Wein. Und anderes, also gerade. Im Hof des Lukas Cranach Hauses sehen wir Lukas Cranach in Bronze gegossen. Von Wittenberg aus fahren wir zur Übernachtung zum Brückenkopfhotel an der Elbe.
zurück nach Wittenberg zur Schlosskirche, wo wir an einem Festgottesdienst teilnehmen. Weithin sichtbar erhebt sich der schlanke 88 Meter hohe Schlosskirchturm aus der Silhouette der Lutherstadt Wittenberg und markiert das westliche Ende der Altstadt. Nähert man sich diesem Schlosskirchturm, erkennt man eine filigran anmutende neugotische Turmhaube, unter der sich ein mit Mosaikstein gestaltetes Spruchband befindet, auf dem in metergroßen Buchstaben die Worte des Kirchenliedes Martin Luthers »Eine feste Burg ist unser Gott, eine gute Wehr und Waffen« zu lesen sind.
Eher unscheinbar erhebt sich neben dem Schlosskirchturm das eigentliche Schloss, an dessen südlichem Flügel sich ebenfalls noch ein Turmbau befindet. Die weltberühmte Schlosskirche ist Bestandteil des UNESCO-Weltkulturerbes und schließt das gesamte Objekt von der Nordseite ab. Berühmtheit erlangte sie, als am 31. Oktober 1517 der bis dahin nahezu unbekannte Wittenberger Augustinermönch und Theologieprofessor Martin Luther seine 95 lateinischen Disputationsthesen verbreitete. Sie wurden zum Funken, der die unterschiedlichen Gemüter zu entflammen, zumindest zeitweilig eine Interessenübereinkunft der oppositionellen Kräfte herzustellen vermochte und die Macht der römisch-katholischen Kirche ins Wanken brachte. Wir sehen hier an der Elbe ein Verwaltungsgebäude, das aus dem Jahre um 1840 stammt. Thank you.
Wir kommen nun zum Dom von Magdeburg. Dieser Dom, dessen Grundsteinlegung vor 8 Jahrhunderten im Jahre 2009 gefeiert wird, hat es in sich. Und sobald man die Klinke mit dem blank gegriffenen Bronzevogel niederdrückt, den Fuß über die Schwelle gesetzt hat und die schwere Türe hinter sich geschlossen hat, ist man eingetaucht in eine fantastische mittelalterliche Welt, aus der es so schnell kein Entrinnen gibt. Hier der beeindruckende hohe Chor mit Sarkophag Otto des Großen. Das Taufbecken ist aus Rosenporphyr. Dieses Gefäß, vermutlich Teil eines Brunnens in Ravenna, hatte Otto der Große über die Alpen nach Magdeburg schaffen lassen. Davor stand es bereits im ägyptischen Assuan. In der Osternacht werden über diesem 4000 Jahre alten Becken Jahr für Jahr Kinder und Erwachsene getauft.
Am Domplatz steht das beeindruckende Landtagsgebäude. Hier kommen wir vorbei an der grünen Zitadelle, ein Hundertwasserhaus. Hier die südöstliche Ansicht des Klosters Unser Lieben Frauen.